Valentina und die Regenwürmer. Eine Geschichte von Corinna Fuchs mit Bildern von Dorothea Tust. Endlich Sommerferien. Zufrieden bummeln Valentina und ihr Cousin Moritz am letzten Schultag nach Hause. Moritz holt Valentina heute ab, denn er verbringt die Ferien bei ihr. Pass auf! Valentina zieht Moritz zurück. Der reißt die Augen auf. Was ist denn los? Du hättest fast den Regenwurm zertreten, erklärt Valentina. Und deswegen nimmst du den jetzt mit? Fragt Moritz überrascht. Der Regenwurm kommt wieder in die Erde, sagt Valentina, als sie bei ihr zu Hause sind. Moritz läuft zur Sandkiste. Nein, richtige Erde. Regenwürmer fühlen sich im Garten oder auf Feldern und Wiesen am wohlsten, meint Valentina und drückt ihm eine Schaufel in die Hand. Du kannst gleich bei meinem Schulprojekt mitmachen. Wir haben doch Ferien, mault Moritz. Aber natürlich hilft er buddeln. Valentina legt als Schulprojekt ein Beet an und will nach den Ferien die Regenwürmer darin zählen. Regenwürmer sind total nützlich, erklärt Valentina. Sie sorgen dafür, dass es dem Boden gut geht. Du musst wissen, Regenwürmer graben Gänge und lockern so den Boden auf. Regenwürmer sorgen für eine Belüftung des Bodens. Wasser kann dann besser durch den gelockerten Boden abfließen. Der gesunde Boden ermöglicht zahlreichen kleinen Tieren einen Lebensraum. 2 Tage später ist Valentinas Beet fertig. Inzwischen ist es auch Moritz' Beet, denn er hat beim Anlegen kräftig mitgeholfen. Toll, da wimmelt es ja nur so von Viechern, staunt er, als er sich die Erde genauer anschaut. Ja, natürlich, ist auch eine richtig gute Bioerde, sagt Valentina. Da sind in einer Handvoll mehr Lebewesen, als es Menschen auf unserem Planeten gibt. Pflanzen wir auch etwas an, fragt Moritz. Gute Idee, findet Valentina. Doch als Moritz im Holzschuppen nach dem Dünger sucht, ruft sie, halt, so etwas brauchen wir nicht. Du musst nicht suchen. Auf einem Biobauernhof gibt es keine künstlichen Düngemittel, erklärt Valentina. Bei uns bekommen die Böden nur pflanzlichen Kompost und tierischen Mist. Das gefällt dem Boden, den vielen Tieren darin und natürlich dem Gemüse und Salat. Ein paar Wochen später ist es soweit. Jetzt ist schon richtig viel gewachsen, ruft Moritz. Die ersten Salate, das Basilikum, der Schnittlauch und die Zitronenmelisse leuchten in der Sonne auf dem Regenwurmbeet. Begeistert ernten Valentina und Moritz die größeren Salatköpfe und Schnittlauch und zupfen Blätter vom Basilikum für eine Marinade. Ich glaube, wir gehen besser rein. Valentina zeigt auf eine dicke, schwarze Wolke, die sich vor die Sonne schiebt. Moritz zieht den Kopf ein, als die ersten Tropfen vom Himmel prasseln. Hoffentlich passiert unserem Beet und den Regenwürmern nichts. Gleich am nächsten Morgen sausen die beiden raus. Glück gehabt. Alles ist pitschnass, aber unversehrt. Das liegt an der gesunden Erde. Die Regenwürmer haben sie aufgelockert und so konnte das Wasser besser abfließen, erklärt Valentina. Was schmatzt denn hier so, fragt Moritz. Haben wir einen Riesenregenwurm im Beet? Schweinderl, ruft Valentina. Raus da, du futterst uns ja alles weg. Dann muss sie doch kichern. Luis sieht einfach zu witzig aus. Wie ein Glücksschwein. Gut, dass Moritz so gute Ohren hat. Sonst hättest du unsere ganze Ernte verdrückt. Und dann werden endlich die Regenwürmer gezählt. So viele, staunt Moritz. Ja, natürlich, meint Valentina. Das liegt bestimmt an der guten Erde. Moritz nimmt gleich einige Schaufeln davon mit, um zu Hause auf dem Balkon etwas anzupflanzen. Wie toll, dass er für seine Töpfe immer wieder neue Bioerde von Valentina holen kann.